Hey liebe Leute, hier ist wieder der Dennis. Wir haben schon seit langer Zeit uns nicht mehr gesehen bzw. gehört. Ihr habt mir jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr zugeschaut. Das liegt daran, ich habe derzeit momentan wenig Zeit. Allerdings versuche ich gerade ein bisschen in meiner freien Zeit mal wieder zu streamen. Und zwar spiele ich heute Yoshi's Island. Ja genau, Yoshi's Island. Eigentlich für Super Nintendo, aber in dem Fall für Nintendo Switch. Und ich habe hier diesen tollen SNES-Controller für die Switch und damit das Gefühl einfach so authentisch und echt bleibt, wie es nun mal so sein sollte. Und deshalb spiele ich heute jetzt Yoshi's Island auf der Nintendo Switch. Ja, das Spiel gibt es ja in diesem Nintendo Switch Online-Service. Wenn ihr Abonnent seid, könnt ihr das Spiel ebenfalls spielen. Ihr müsst nur beachten, das Spiel ist auf Englisch. Liegt wahrscheinlich daran, dass Nintendo halt die 60-Hertz-Ausgabe veröffentlichen wollte. Ist ja auch nicht weiter schlimm. Die Sprache ist in dem Spiel zweitrangig. Es ist eigentlich ein sehr simples Spiel. Eigentlich bin ich immer sehr gut vorbereitet und erzähle immer so ein bisschen was über die Geschichte. Diesmal bin ich das überhaupt nicht. Aber Yoshi's Island hat wirklich was mit Kindheit zu tun. Das Spiel ist wirklich Kindheit pur bei mir. Damals war ich 5 oder 6 Jahre alt, als das Spiel damals herauskam. Und das Spiel auf dem Super Nintendo hat nochmal alles gerockt, was man rocken konnte. Ja. Und ja, das Spiel war nicht schlecht. Ich muss mal kurz gucken, vielleicht gibt es so tolle Einzelheiten. Also Nintendo EAD-Team hat das Spiel damals entwickelt. Kam relativ zeitnah raus. 5. August 1995 in Japan und am 6. Oktober 1995 bereits in Europa. Also kein ein Jahr Verspätung. Man hat das Spiel damals herausgebracht. Ich glaube, das Spiel war sowieso schon in Entwicklung. Allerdings gab es so ein kleines Problem bei Nintendo. Und zwar das Nintendo 64 hat sich damals verschoben. Und damals hatte man gedacht, okay, wir müssen das Super Nintendo noch weiterhin pushen. Und genau, deswegen kam damals auch Yoshi's Island unter anderem heraus. Ich weiß nicht, was eigentlich gewesen wäre, wenn das Nintendo 64 jetzt früher rausgekommen wäre. Keine Ahnung, ob das dann vielleicht ja, portiert gewesen wäre. Keine Ahnung, was Nintendo da gemacht hat hätte. Ja, ansonsten, das Spiel ist eigentlich ganz simpel. Der liebe Storch versucht Mario, Baby Mario und Baby Luigi zu seinen Eltern zu bringen. Allerdings, ja, kommt der Hexer Kamek und ja, entführt eines der Babys. Baby Mario fällt runter in den Dschungel, sage ich jetzt mal, in den Yoshi-Wald, Yoshi-Dschungel, und Luigi ist in den ist gefangen von Baby Bowser. Nicht zu verwechseln mit Baby Junior, hier geht's um Baby Bowser. Ja. Ach, jetzt bin ich schon mal klug. Denn es gibt Unterschied zwischen Baby Junior und Baby Bowser. Das wusste ich vor ein paar Jahren selber noch nicht. Das sind so Dinge, mit denen habe ich mich damals nie beschäftigt. Genau, und das Spiel, wie gesagt, das hat damals wirklich Top-Wertungen bekommen. Also wirklich eins auch meine Lieblingsspiele und ich hoffe auch eins eurer Lieblingsspiele. Jeder hat ja andere Lieblingsspiele, aber ja, so ist es nun mal, ne? In einer Welt mit verschiedenen Meinungen. So, ich würde sagen, ich fange jetzt direkt an und versuche jetzt hier nicht weiter um den heißen Brei herumzureden. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob alles perfekt performt, aber es sieht wunderbar aus. Ein Traum. So, File 1 und wir legen los. Der Anfang ist relativ simpel, also wir sehen hier die Yoshis, die hier versammelt und Baby Mario sind, nicht Baby Bowser, und wundern sich, was war da denn los? Und genau, also wir sind hier im Paradies Yoshi's Island, wo alle Yoshis leben, und sie wundern sich alle, warum halt das Baby vom Himmel gefallen ist, ne? Und jetzt kommt der grüne Yoshi auf die Idee, hey, das kann ja auf uns reiten, und jetzt retten wir dieses Baby. Natürlich total ordinär, aber so ist nun mal die Yoshi-Familie. Ja, aber wie man sieht, Baby Mario dreht sich nach rechts. Also Baby Mario weiß eigentlich, wohin es geht. Ja, und genau. So. Ja, das Tolle an diesem Spiel ist, man darf auch nicht von Feinden oder Gegnern getroffen werden. Ansonsten schreit das Baby. Und dann müssen wir es ja einsammeln, bevor die Schergen von Baby Bowser kommen und versuchen, ja, das Baby einzusammeln. Denn wenn das Baby eingesammelt ist, ist das Spiel Game Over. So. Natürlich, ich muss zugeben, ich habe bis jetzt halt immer die 50-Hertz-Version gespielt. Und das ist natürlich
schon mal hier eine ganze Ecke anders. Beziehungsweise, es gibt ja noch einen Remaster, das ist ja kein Remake eigentlich, für den Game Boy Advance. Und das ist eine ganz tolle, eine ganz gute Umsetzung geworden. So, ich mach jetzt mal ein bisschen schneller hier. So, wir kriegen auf jeden Fall hier die Basics gezeigt. Wie springt man, wie läuft man, wie kann man für sich für eine längere Zeit in der Luft halten. Ja, und schon starten wir jetzt in das Abenteuer. Das war's. Na gut, wir kriegen in dieser ersten Welt immer wieder mal Tutorials quasi vor die Nase. Allerdings, ja, die erste Welt ist auch schon echt nett, muss ich sagen, und ein guter Einstieg. Gefällt mir persönlich. So. Die Musik ist natürlich Klassiker, egal, wenn ihr auf YouTube auf Cover stößt, werdet ihr dieses Lied hören. So, von den Blumen gibt es 5 Stück pro Level, die müssen wir sammeln. Und allgemein gibt es verschiedene Faktoren, die wir beachten müssen. Es gibt rote Münzen, meines Wissens. Ich muss noch mal kurz überlegen, genau. Es gibt diese rote Münzen, die müsst ihr alle einsammeln im Level. Dann gibt es halt, wie gesagt, diese Sonnenblumen. Und dann gibt es hier diese Sternpunkte. Davon müsst ihr 100 auf dem Konto haben. Das heißt, ihr solltet euch am besten nicht treffen lassen. Und wenn ihr alle 3 Faktoren eingesammelt habt, und ich glaube noch, nee, das Ende des Levels muss man, glaube ich, nicht perfekt treffen mit der Blume. Ich glaube, das ist optional. Aber natürlich ist es immer wieder schön, wenn man es schafft. Genau, dann habt ihr das Level auch zu 100% komplettiert. Und dann, das müsst ihr dann mit allen Leveln machen, ne? Ich glaube, auch die Boss-Level zählen natürlich auch da runter. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist. Falls ja, dann berichtigt mich einfach im Chat. Es ist einfach doch wieder ein bisschen zu lange her, als ich das Spiel damals gespielt habe. Wir können es auch stoppen mit der R-Taste. Also mit der Schultertaste. Und schon kommen hier die tollen Sternpunkte heraus. So. Habe jetzt schon ziemlich viel geredet. Für so wenig Spielzeit. Allerdings gibt es sicherlich viele Junge von euch, die das Spiel bis jetzt vielleicht noch nicht gespielt haben. Und dann denke ich mir so, okay. Ja, harter Tobak, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Allerdings, wenn ihr das da mal spielt, dann bin ich wieder gut mit euch. Ja. Oh, danke an Mario Fan Best of fürs Folgen. Und hi an Nurbion, der sich im Chat befindet. So, wie lange ich heute spiele und so weiter, das muss ich schauen. Eine Stunde eventuell. So. Und da kommt die Blume. Ich muss sagen, also ich finde die Emulation quasi beim Nintendo Switch Online Service für SNES-Spiele gar nicht mal so schlecht. Ich finde, also ich habe das Spiel leider nur im japanischen Original. Ich habe es leider nicht mehr im europäischen Original. Das werde ich mir mal. Ach, stimmt, es war nur 30 statt 100. So war das. Genau, es waren 100. Ich weiß, ich glaube, bei irgendeinem Yoshi-Teil waren es auch 100, oder? Ja, waren es immer 30. Aber wenn ihr das Geräusch hört, bei den roten Münzen, bedeutet das, hey, wir haben alle roten Münzen gesammelt und jetzt können wir ja eigentlich nur durchbrechen. Jetzt weiß ich halt nicht. Ah, guck mal hier, wenn wir auf Start drücken. Wir hätten jetzt 100 Punkte. Also, wir sind fertig. Wir lassen uns jetzt hoffentlich von nichts mehr treffen. Und schließen das Level mit 100% ab. Okay. Ja, also Nurbion meint auch, die Nintendo Switch Online App emuliert richtig gut. Und da können wir. Nur schade, dass man halt nicht die Sprache, beziehungsweise halt nicht die deutschen ROMs hochgeladen wurden mit. Oder halt vielenweise halt mit deutschen einfach Sprachpatches. Aber ist egal. Ganz ehrlich, bei dem Spiel braucht man nicht. Und das ist. Oh. Okay, wir haben schon mal ein, das heißt ein Leben. Ja? Und jetzt hier.
Oh. Zweiter Mario. Okay. Machen wir das. Nice. Ja klar, Nervion, wegen 50 Hertz hätten alle geschrien, aber hätten wir jetzt ein Ami-ROM plus deutschen Sprachpatch. Wäre schon nice. Und es gibt trotzdem bei gewissen Hardware die Option, europäische Module als 60 Hertz wiedergeben lassen zu können. Zumindest gibt es beim Super NT. Da funktioniert das, by the way. Und bis jetzt hab ich jetzt noch kein Spiel Murks gemacht, sag ich mal. So, das Level ist auch ganz besonders. Als Kind damals hatte ich ohne Flex richtig Angst davor gehabt, ja. Diese, wie nennt man die nochmal? Das sind ja nicht die Kugelwini, ne? Die sind die, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Auf jeden Fall, ey, wie schnell die sind. Bis in 60 Hertz sind sie einfach mal noch schneller. Okay, wichtige Sternpunkte. So, dieser Kreis ist toll. Der füllt erstmal eine größere Menge von Dingen auf. Und wenn natürlich Gegner in der Nähe sind, dann verwandeln sie sich auch in Sternpunkte. So, das Ganze wirkt natürlich immer noch sehr Tutorial-like. Als Kind muss ich sagen, eher nicht. Da habe ich mich damals schon so schon fast mitten, also wirklich schon in das Spiel hineingestürzt gefühlt. Also, wenn ich das jetzt aus heutiger Perspektive spiele, denke ich mir so, okay, ja, das ist auf jeden Fall noch alles Tutorial. Denn, genau, jetzt schalten wir noch gleich was ganz Tolles frei. Gucken wir mal kurz. Ich glaube, das ist auch ein Teil zum Üben hier. Na, wo ist er denn? Gibt's doch gleich einen Helikopter, oder? Ja! Auch eines der tollen Elemente des Spiels. Man kann sich hier als verschiedene, ja, sag mal so, Fortbewegungsmittel verwandeln. Hat dadurch noch ein bisschen mehr, ja, Erkundungsmöglichkeiten, gerade bei solchen Leveln. Muss aber eher zugeben, ich muss nochmal gucken. Ja, das Ganze hat auch auf jeden Fall eine zeitliche Limitierung. Was nicht schlimm ist, da das nochmal aufploppt. Glaube, es gibt aber Level, wo man nur einen Versuch hat und, glaube ich, am Ende katapultiert wird, oder? War da nicht mal was? Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Auf jeden Fall, wie ihr seht, genau. Also manche Sachen kenne ich noch. Ich wusste jetzt zum Beispiel, dass nicht hier links oder rechts was ist, sondern in der Mitte. Jetzt weiß ich nicht, ob da was ist. Ist egal. Ich habe noch einen dritten Versuch. Und dann docken wir mal ans Ende an und dann können wir auch das Level beenden. Da war was. Okay. Oh, jetzt kommt. Ah, da ist es doch! Nein! Okay, noch ein viertes Mal. Aber dann haben wir's. Ich bin halt ein Sammelfreak. Am Ende des Spiels oder Laufe des Livestreams werdet ihr mehrere Parts zu diesem Spiel machen. Werdet ihr merken, ich werde immer mehr schludern. Ich werde irgendwann nicht mehr alles einsammeln. Aber so gerade am Anfang ist die Motivation halt noch vorhanden, ne? So wie wir das halt kennen. So, docken wir mal an. So, hier oben war hier nichts mehr. Genau. So, dann gehen wir mal hoch. Es fehlen noch ein paar Sachen, ne? Könnte natürlich sein, dass ich jetzt hier schon Sachen übersehen habe. Okay, roten Münzen habe ich alle. Ich habe alles wieder. Das ist schön. So, jetzt dürfen wir uns nur nicht treffen lassen. Sondern wir lassen sie vorher fallen und sind am Ziel angekommen. Ich bin gespannt, ob wir wieder eine Blume treffen.
Ja, nice. Okay. So. Jetzt dürfen wir schon wieder dasselbe Spiel spielen. Und ich wette mit euch, ich habe direkt beim ersten Mal Pech. Ja. Was habe ich gesagt? Das ist wieder so typisch. Aber ich habe noch zwei Versuche. So. Also ich habe jetzt schon so viel Leben. Das ist krass. Okay, ich habe den zweiten auch noch gefunden. Aber hey, zwei Leben sind zwei Leben. Werde ich sicherlich kaum aufbrauchen. Sag ich jetzt. Es gibt tatsächlich, ich glaube, in diesem Schnee, in dieser Schneewelt richtig miese Level. Ja. Ich glaube, da gibt es so ein Level mit einem Schlitten, oder? Boah, das habe ich damals gehasst. Upsala. Oh, noch ein Leben. Wie? Ist nix. Ich finde auch den Hintergrund schön. Diese Hügel, die lächeln. Als uns einem sagen wollen, hey, wir haben Spaß, hier einfach rumzustehen. Oh Mann, Alter. So, lohnt es sich, das zu verschieben? Würde man sagen, nein. Was ich auch toll finde, so Einzelheiten damals schon, dass man, ja, die Sternpunkte mit der Zunge aufnehmen konnte. Das sind richtig nette Details, die, ja. Jetzt, die gab's halt damals halt nicht so in vielen Spielen, ne? Und darauf hat dann Nintendo immer sehr stark geachtet. Und das ist halt bei der SNES-Ära immer halt viel häufiger, ne? Ich meine, klar, im Endeffekt gab's das schon bei Super Mario World. Aber hier ist es einfach nochmal viel krasser, weil, ja. Hier bewegt sich halt viel mehr, sage ich jetzt mal, ne? What the fuck? Das ist ein bisschen strange. So, wir haben ja auf jeden Fall hier ein Tor. Da wird gespielt. Wenn man das so sagen dann. Wir müssen jetzt aber erstmal einen Schlüssel finden. Und der Schlüssel war meines Wissens eigentlich sogar schon hier. Nee, doch nicht. Okay. Dann war er entweder weiter oben oder weiter rechts. Aber den werden wir gleich finden. So, auch da sind wir jetzt voll. Ah, die hasse ich. Ah, nee, der ist da in diesen, dieser Kiste da vorne drin, die schwebt. Kann ich mich gerade wieder erinnern. Puh. Ah, nee, da ist es drin, okay. Ja, irgendwie, sowas hatte ich jetzt hier in Erinnerung. Puh. Oh, das war knapp. Ach, was ist das? Ups. Ja gut, das war jetzt unnötig, weil wir haben ja schon fast alles. Gehen wir mal da rein. Ich glaube, hier haben wir tatsächlich das nur... Oh Gott, Throwing Balloons. Oh Gott. Und ich glaube, man musste nach... Oh Gott, ich bin so schlecht da drin. Weil... Ich kann die Knöpfe vom SNES einfach nicht mehr. Ich muss mir jetzt kurz vor mir halten ein bisschen. Oh. Okay, ganz ruhig, Dennis. So, wie weit geht er bei? Damals wusste ich das so ungefähr. Habe ich immer damals gewartet, ne? Nein! Das ist gemein! Darf ich nochmal? Darf man nochmal? Boah, man darf nicht nochmal. Was hätte ich dafür bekommen? War das ein wichtiges Sammelstück? Oh, Mann. Das ist gemein. Ist doch so, ist echt gemein. Nah.
Na gut. Spawn. Versuchen wir uns. Oh. Okay, wir haben zuerst mal das Baby verloren. Tragödie. Oh, da geht's runter. Ah, ja. Yeah. Hä? Sorry, aber was war hier nochmal? Hä? Wollt ihr da nicht was hochspringen gerade? Okay. Ich weiß nicht mehr. Wahrscheinlich nur, um Gegner aufzufressen für Eier. Mm-mm. Ups. Okay. Hier war nichts, oder? Ah, doch ein Leben. Ein weiteres Leben. Warten wir mal ganz kurz. Dann sammeln wir im Zuge dessen ein paar Eier hier. Eier, wir brauchen Eier. So. Ups. Oha. Waren das jetzt hier nur Münzen oder? Nein! Achso, das ist dann okay. Ich bin jetzt schon runtergeflogen. Das ist peinlich. Kann ich nochmal? Ich kann nicht nochmal. Also das hätte es damals bei mir nicht gegeben. Gott, stelle ich mich gerade dämlich an. Oh, warte mal. Komm runter. Ach, die Physik! Ich meine, es ist cool, ne, dass man sowas hier kontrollieren kann. So. Nein, zurück, 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 zurück. Oh. Ja, vielleicht so. Ein bisschen hoch. Und jetzt. Nein, ich stelle mich gerade so dämlich an. Nein! So, ich reiche das aus jetzt mal. Es gibt's nicht, ich will hüpfen. Ja. Ah, perfekt. So, ja, dann hätten wir alles, ne? Bis auf Sternpunkte fehlen uns noch was, ne? Glaube ich. Ja, 3 Stück. Autsch. Okay, bringt mir aber wenig, wenn ich Sternpunkte brauche. Und ich habe zum ersten Mal nicht alles komplett. So, jetzt geht's bergab. Jetzt geht's richtig bergab hier. Stimmt, insgesamt waren es einfach 1000 Punkte, 100 Punkte, nicht 1000 Punkte. Oh, wir dürfen das schon wieder tun. Wir haben nur schon 21 Leben. Niete. Noch eine Niete. Ich finde es aber schon gerade ein bisschen krass, wie sich das alles doch so zieht. Ich habe das damals viel schneller in Erinnerung gehabt. Wir waren einfach jetzt gerade immer noch beim dritten Level jetzt. So. Also, jetzt kommen wir zum ersten Zwischenboss hier der Welt. Ne? So. Ja, Streamlabs hat irgendwie so seine Macken. Ich muss das mal anders einstellen, alles. Oh. Ja, welche Fall. Oh, das war ja damals auch schon so spektakulär, ne? Dieser 3D-Effekt, wie diese Tür einfach da auf einen zukommt. Das war schon nice damals.
So. Was alles unter 10 ist, erholt sich auch, wie man sieht, ne? Immer so leicht wieder. Und das ist schön. Oh, das war knapp. Aber wenn man getroffen wird, ist man auch platt. Platt wie eine Flunder. So. Nehmen wir mal kurz die Sachen hier mit. So. Ah doch. Ich glaube, ganz links war noch was, oder? Doch erleben. Na ja, okay, kämen wir wieder zurück. Die Frage, ne? Sollen wir ein bisschen nach rechts gehen? Ich würde erstmal sagen, ja. Aber beim nächsten Ding. So. Wir nehmen noch kurz die Münzen damit, denn die werden wir sicherlich hier brauchen. Ich glaube, hier war nichts mehr, oder? Nee. Nice. Okay. Hau mal hier die Eier raus. Zack. True Nerby und das mit Obelix. Und er sieht einfach mal 1 zu 1 fast genauso aus, ne? Oh yeah. What the fuck? Aber Nintendo hat schon öfters mal so Sachen gemacht, glaube ich, ne? Also ich kann mich bei der NES-Ära mich auch noch an 2 Fälle noch so. Ich glaube, da gab es auch mal sowas. Okay. Boah, ich muss zugeben, das sind jetzt so diese Sachen, die ich. Oh, fuck. An die kann ich mich ja kaum mehr erinnern, so ein bisschen, muss ich gestehen. Ah, das sind nur Münzen, ne? Das ist ja nichts Wichtiges jetzt hier. Also, wenn es Geld wäre, wäre es was anderes, aber im Endeffekt kriege ich da halt nur Leben und die habe ich schon mehr als genügend. Kehren wir wieder zurück. Ein Schlüssel, der uns hier noch fehlt. Okay. Oh ja, ein riesiger Koloss. Ich muss zugeben, ich kann die Namen alle gar nicht mehr. Ah, die Blumenvase, wo der Schlüssel drin ist. Surprise! Oh. Zack. Ich glaube, ja. Kehren wir nochmal kurz hier zurück. Genau, also beim Bosskampf kann man auch diese ganzen Sachen hier machen, also sammeln. Man muss halt am Ende gucken, dass man nicht erwischt wird. Und das ist so das Schwierigste eigentlich, ne? Oh, hätten wir alles. Oh. Yoshi hat Husten. Nee, der Witz ist schlecht. Au, fuck. Okay, gut. So. Kehren wir mal hin. Okay. Ja, natürlich sind wir noch auf der Seite des Babys. So. Oh mein Gott. Wie Yoshi sich gerade so halbiert hat erstmal. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt auf jeden Fall attackieren. Nein, ich wurde erwischt. Also schon wieder nichts mit den 100 Punkten in diesem. Boah, das ist aber hart hier. Ja.
Ah, du bist nackt. Alle hassen Obelix, ja. Hi, Ansino, bin you. Hi. Sinubinu schreibt, ich wuchs auch mit dem Spiel damals auf dem SNES auf, aber seit der Game of Thrones Version spiele ich nur noch diese. Da es 6 neue Level gibt, macht dann 60 statt nur 54. Das ist natürlich wahr, ja. Allerdings habe ich es einfach gerade nicht mehr für den Game of Thrones. Ist ja okay. So, also. Läuft gut bis jetzt. Bis wir auf, natürlich bei 2-3 Level jetzt nicht die 100% haben. Oh mein Gott. Ja gut, okay, das wollen wir nicht lesen. Ja, Side-Scroller-Level. Geil. Nicht. Ich hasse das in jedem Videospiel. Also in jedem Spiel, wo dieses Element gibt, hasse ich. Oh, dieser ständige Druck. Und dann das Gefühl, sich hetzen zu müssen, nichts erkunden zu können. Nee, mag ich nicht. Wenn es mal so ein Level geht, wo man halt aus... Ja, aus Schnelligkeit, weil es halt so eine Verfolgung oder was auch immer gibt, ist ja noch okay, ja. Aber so wie hier, wo ich das Tempo nicht selber bestimmen kann, furchtbar. Nice. Ich finde einfach auch diesen gezeichneten Stil, der ist so toll. Selbst ich hätte das zeichnen können. Okay, vielleicht jetzt nicht, aber... Mit jahrelanger Übung hätte ich das geschafft. Upsala! Nein! 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 Und deswegen hasse ich Side-Scroller-Level. Oh, Mann. So. Also noch nicht alle rote Münzen. Ist nix. Hier sind noch Münzen. Ich glaube, das geht noch ein bisschen. Oh, nice. Auch wenn wir einen Sternpunkt verpasst haben. Die roten Münzen, die kann man ja auch von außerhalb erkennen. Die sind so ein bisschen dunkler, sag ich mal, ne? Hier ist keine. Aber hier unten sind alle. Haben alles. Bis auf 2 Sternpunkte. Okay. So ist es nun mal, ne? Oh. Na gut. Passt schon. Schön. Ja. Dann... haben wir noch 3 Level vor uns. Die Speziallevel, die tauchen ja auf, glaube ich, wenn man ja alles relativ gesammelt hat. Ja. Ist aber nicht mein Anspruch für die kommenden Ausgaben, wo ich dieses Spiel hier spielen werde. Was war da nochmal? Oh. Da geht's ja eigentlich los. Das ist ja mal toll. Oben ist eine Tür. Okay, wo gehe ich jetzt los? Wo gehe ich jetzt weiter? Und dann, ups, das war der reguläre Weg. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Danke. Ups. Eins. Ah, oh, diese Minen-Level. Nur wir haben uns nicht durchgespielt damals, okay? Ja, kann man die auch nicht übel nehmen, ne? Ups.
Also muss man schon ziemlich stressresistent sein, um dieses Spiel durchzuspielen. Komm, erstmal zur Seite lecken. Ah, jetzt muss ich. Nice. Einmal drauf und runterschlucken. Ups. Ja, ich glaube, das Level ist jetzt auch nicht so gerade meins, ne? Hauptsache, ich bin wieder im Hellen. Das ist schön. Ups. Eigentlich wollte ich ihn runterschlucken. Das habe ich mal wieder voll. Na gut, den müssen wir erledigen, um da durchzukommen. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich den Chat gelesen habe. Ach komm, ja. Ich glaube, der taucht immer wieder auf, ne? Das war Skill, Leute. Das war volles Glück, aber egal. So. Sammeln wir erstmal noch ein bisschen Blume ein, bevor wir diesen Schalter aktivieren. Oh je. Wie will das Spiel mich jetzt ärgern? Ah, der Maulwurf. Ganz ehrlich. Kind, habe ich das hier nie richtig verstanden. Nein! Den gibt's ja. Das ist der Fall, wo ich meinte. Es geht nur einmal. Bitte. Ups. Ich finde es aber lustig, dass er im Chat gerade was über Sammelsachen schreibt. Ich mag es. Ich liebe es beim Mario 3D, also bei 3D Mario Spielen, liebe ich es alles zu sammeln. Das liebe ich total, ja. Es muss halt fair sein, es muss bei Laune halten, es muss eine Motivation geben. Gut, bei Mario kann man in den letzten Spielen behaupten, die Motivation war eher so, hätte sich eigentlich nicht so gelohnt. Bei Super Mario Odyssey habe ich es trotzdem gerne gemacht, zum Beispiel. Aber sowas, ein Spiel wie Super Mario Bros. 2, hätte man sich das alles schenken können. Nur mal ein Beispiel, einfach zu nennen. Also bei 2D Mario Spielen bin ich kein Fan von Komplettieren. Wenn es dann so in Richtung Erfolge geht, Trophäe, dann wieder schon eher. Ich weiß nicht, ich finde, es motiviert mich dann eher als spielinterne Erfolge. I don't know why. Ist eigentlich ganz furchtbar, weil ich das unterstütze. Aber ist okay. So. So viel bis jetzt. Echt, Banjo-Kazooie, gerade da alles zu sammeln, war eine richtig geile Motivation, weil man einfach schon Ausschnitte, ja, von dieser tollen Swap-Funktion gesehen hat und natürlich auch schon ein paar Sachen aus dem Nachfolger. Boah, das hat brutal motiviert. Galaxy, ja, wegen Luigi, ja. Luigi, so mal Galaxy war auch schon auch nice gewesen. So. RIP. Vorletztes Level in dieser Welt. Wie viele Welten gibt's nochmal in Yoshi's Island? Sind es auch diese obligatorischen 8? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, stimmt, irgendwann gibt es ja diese Affen, ne? Oh. Warum spiele ich das Spiel?
Ich liebe es so sehr, aber es gibt doch einige Sachen im Spiel, die mich damals schon ziemlich genervt haben. Und ich musste meiner Schande euch zugeben, ich habe den DS-Teil nie gespielt. Ich glaube, ich habe den mittlerweile auf Nintendo DS. Ich habe ihn mal gekauft nachträglich. Aber ich habe mir... Ja. Ah, stimmt, die Melone. Ich habe aber dafür New Yoshi's Island auf dem 3DS gespielt. Ich habe es beziehungsweise damals getestet. Ich durfte es damals schon einen Monat vor Release anfassen. Und das Spiel war furchtbar. Und ich wusste nicht, wie ich das der Welt erklären soll. Ja. Naja, die Momente, wenn man einfach was testet und der Welt nichts immer so sagen darf und kann, was das Spiel eigentlich ist. Furchtbar, ich weiß. So, wir müssen gucken, weil es gibt hier doch einen Schlüssel, oder? Nein! Oh Mann, Alter. Ah. Ich muss mal kurz Eier holen. Noch mehr, please. Thank you. So, reicht das mal. Yo. So. Oh, sorry, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich muss Münzen sammeln, ja. Das kann ich. Das ist wenigstens mal ein faires Spiel hier. Ups. Ja, rein von der Zeit kann er das ja nicht mehr schaffen. Sorry. Okay. Achso. Ja. So. Drogen. Oh ja. Oh Mann, wenn Yoshi wieder high ist. Wenn Yoshi wieder high von der Arbeit kommt und zu Hause ist. Ja, er ist high auf der Arbeit. Er macht gerade Arbeit hier. Oh mein Gott. Boah. So. Oh, was für ein Dickmove, ey. So. Ah, der Soundeffekt. Den mochte ich damals schon. Der war schon ziemlich nice auf dem SNES. Boah, so. Puh. Jetzt sind wir gleich beim... Autsch. Beim letzten Level sind wir jetzt gleich. So. Warum sind die letzten beiden Yoshis eigentlich pink und lila?
Naja, ist so. Salvo des Slimes Castle. Alter, wie diese tolle FX-Chip hier. Geil. Oh Gott. Wie komme ich jetzt da hoch? Ich brauche wieder mal Eier, ey. Also, oder ich springe einfach hier runter. So easy. Waluigi Yoshi. True. Wow. Boah, den habe ich voll verdrängt hier, diese. Schon krass, gell? Also, dass man so alles vergisst aus dem Spiel. Finde ich geil, weil dann ist man doch wieder hier und da mal überrascht. Ja? Finde ich toll. Like. Na, es geht. Gehen wir mal hier rechts runter erstmal. Ah, ich kann mich erinnern. Okay. Okay. Sorry für meine Müdigkeit. Ich habe momentan nicht so. Ja, schwierige Nächte gerade. Okay. Jetzt komm hoch! Ich hab keine Eier. Skill, dude. Oh. Okay, aber wenigstens habe ich hier wieder Eier. So, es gibt einen Schlüssel hier irgendwo. So, ich muss mal kurz gucken, wo ich war. Hier war nix, ne? Zum Schießen nehmen. Gehen wir nochmal kurz hier runter. Genau. Weil jetzt. Ah, passt jetzt, okay. Der Schlüssel ist bestimmt wieder hier. Jo, ist er auch. Kammer einkassiert und jetzt. Oh mein Gott, stimmt, die gab es ja auch noch. Die waren auch klasse. Diese Plattform. Gab es da nicht ein ganzes Level quasi so im Himmel? Ich glaube, wenn man länger Zeit nicht drauf ist, verschwinden die. Ja, genau. Nach Benutzen. Oh, wir sind ja echt schon beim Endgegner. Okay. Geht's jetzt nur um den Tipp hier? Okay, ihr soll. War ja richtig geheim jetzt, ne? Danke. Jetzt weiß ich die ganze Welt. So. Ich mag die Musik. So. Genug gegroovt. Jetzt lass den Gegner mal umbringen. So. Jetzt wird er riesig. Oh, stimmt. Da kann ich mich auch noch erinnern. Mr. Creme Prolet. Boah, die Musik, die ist so geil, Leute. Alter, ist die Musik geil. Ah, die Musik ist. Allgemein, die Musik in Yoshi's Island ist ja Hammer, aber die ist. Fett. Scheiße.
Kacke. Ich habe ein Leben verloren. Nein! Okay. Ja, gut. Ist halt so, ne? Ja, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ja, ich wurde von der Musik umgebracht, ja. Das kann man so sagen. Ach, kann ich das nicht überspringen? Oh. Was auch löblich an Yoshi's Island ist, ne? Es hatte keinen Zeitraum, der gesagt hat, ihr müsst das Level in 180 Sekunden oder was auch immer schaffen. Sondern ihr konntet euch Zeit lassen. Und das fand ich schon damals, oder finde ich immer noch heutzutage, gerade bei den New Super Mario Bros. U-Titel oder halt allgemein bei den moderneren Spielen, ganz furchtbar. Rayman Legends hat es zum Beispiel gezeigt, oder allgemein Rayman, dass auch Jump'n'Run ohne Zeitfunktion geht, ne? So. Hat er einfach mal einen Sternpunkt getroppt und ich habe nicht eingesagt. Nein! No! Okay. Das plus eins, gell? Das war jetzt so richtig schön. Eigentlich schon richtig in die Fresse. Ich liebe auch das, so wie es mit Krakelschrift hingeschrieben worden ist. Der Entwickler, der das so, dürfte wahrscheinlich mit der SNES-Maus und Mario Paint. In der 8. ist auch eine 9. So richtig schön semi-professionell das machen. Fun Fact, das Spiel wurde bestimmt mit Mario Paint entwickelt. So, ich wollte eigentlich gerne bei Welt 1 aufhören, wenn wir vorbei sind. Ich werde aber noch ein, zwei Level spielen. Dann haben wir eine ganz gute Stunde gestreamt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß nicht, wann ich Part 2 streame. Ich habe es eigentlich so schnell wie möglich mal vor. ich muss halt momentan derzeit für meine Prüfungen lernen im September. Deswegen streame ich gerade weniger, ja. Das ist gerade ein bisschen tricky, ja. Ups. Und es tut mir leid, wenn es Leute gibt, die auf meine Streams warten, was ich jetzt nicht glaube. Also, wenn ihr auf meine Streams wartet, dann geht zu anderen Kollegen, die auch streamen. Auf jeden Fall habe ich geplant, nach meinem Betriebswirt 2022, Mitte 2022, das geht nur so weit entfernt. Ich wollte da gerne wieder richtig schön reinhauen, auf jeden Fall, auch mit Endtower. Und auch allgemein Streams, Videos. Ich hätte eigentlich anders gehen müssen, gell? Egal. Ich habe eigentlich noch hunderte Projekte in meinem Kopf. Ich habe seit Länge auch mal wieder vor, einen Reboot zu Pixel Power zu machen. Weil einfach nur die Spiele zu spielen ist für mich sinnfrei, sondern ich will auch ein bisschen was geschichtlich drüber behandeln, auch ein bisschen mehr erklären und vielleicht auch ein bisschen Kindheitserinnerungen hervorholen. Ja. Und ich habe jetzt seit neuestem einen super geilen Videoscaler von RetroTINK, den 5X Pro. Das ist das neuere Modell, sage ich jetzt mal, was jetzt da rauskam. Und holy motherfucking God, sieht das PlayStation 2 Bild gut aus! Das wollte ich fast strafe, dass ich PlayStation spiele. Hat Miyamoto gehört. Ja, und bin noch gerade dabei, ich muss halt, das Problem ist, durch die Chipknappheit gibt es wahrscheinlich anscheinend kaum Platinen. Ich würde ja gerne meinen Nintendo 64 gerne umbauen, damit es auch RGB darstellen kann, denn die Qualität ist, ui, das sind Unterschiede. Oh, echt, die roten Münzen verschwinden. Was ist das für ein Crap? Ja, auf jeden Fall. Einiges vor. Ich warte auch noch auf ein Gamecube, auch nur ein spezielles Projekt. Ich will darüber nicht so viel reden. Aber auch da warte ich ein bisschen auf Erholung des wirtschaftlichen Marktes, sage ich jetzt mal. Voll übertrieben, wie ich es jetzt sage, aber ist halt leider so. Genau. Ich habe viel vor, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dann nach den Prüfungen würde ich das auch hoffentlich mal ein bisschen wieder erholt haben. Oh, fuck.
Ich war jetzt so ungeduldig. Jetzt aber. Ja, genau. Danke dir. Ach, guck. Und jetzt fängt das Schludern wieder an. Holy fucking God. Okay. Oh, shit. Ach komm, die kriege ich doch auch so. So. Gut. Nochmal. Oh. Tetris Attack, ja. Ja, ja. Hatte ich auch mal vor zu spielen. Ohne Scheiß jetzt. Hatte ich wirklich vor. Ja, also nach Yoshi's Island werde ich sicherlich mal was anderes spielen. Also wenn ihr mal Bock habt auf ein bestimmtes Spiel, was ich hier mal live spielen soll, dann schreibt das so gerne in den Chat. Ich kann es dann mir gerne auch noch besorgen, holen. Ja, und aber das, ich will, mein erstes Ziel ist erstmal Yoshi's Island mal sogar durchzuspielen. Weil ich hatte ja mal Donkey Kong Country durchgespielt. Gefühlt vor 1000 Jahren. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Eigentlich wollte ich Teil 2 spielen. Ups. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das aber eigentlich dann auch wiederum gelassen habe. Also ich wollte Teil 2 halt wirklich weitermachen, aber ich denke mal, es gibt wirklich so viele andere Spiele. Ich hatte sogar überlegt, Super Metroid. Allerdings muss ich eins gestehen, ich freue mich auf Metroid Dread und ich werde es mir auch holen und noch spielen. Aber ich habe gefühlt Metroid Prime durchgespielt. Und das war's. Metroid ist einfach nicht mein Ding. Sorry, Leute. Es ist schwierig, ja. Ich freue mich. Ich freue mich echt. Und ich finde Metroid echt eine coole Marke. Und I like it so much und so, aber. Meh. Irgendwie werde ich damit. Wurde ich noch nicht so damit warm, ne? So. Also, irgendwas muss ich hier tun. Ich muss dann mal gucken, jetzt genau was. Auf jeden Fall. Ja, okay. Holy fuck! Irgendwie klingt, wenn ich mich aufrege, klinge ich immer wie Mickey Mouse. Holy Goofy, hallo! Sorry. Oh Gott. Okay. Das kenne ich noch. Das war, glaube ich, nur fast gefühlt eine Richtung, oder? Na gut, Wechselrichtung. Das war auch cool. Anders kam man halt nicht weiter damals, ne? Oh, das kenne ich noch. Oh Gott, ist das kacke. Okay, warte mal, war das nicht so? Ich muss eben das. Okay. Okay. Ah! Eingesammelt. Holy fucking God! Also dagegen sind die alten, die neuen Yoshi-Spiele echt easy peasy. Nein, das ist doch auch noch eine rote Münze. Nein! Nurbion hat einfach mal den Part ohne Baby Mario gemacht. Wahrscheinlich den Code des Spiels gecrashed. Okay. So.
haben wir eigentlich fast alles hier. Fange ich doch wieder an, hier alles durchzuforschen. Kann mir eigentlich egal sein mittlerweile, aber egal. Ja, ich finde, es gehört aber zu Yoshi dazu, sich mal überall umzugucken. Egal, ob man das Spiel jetzt kennt oder nicht. Ich finde es aber krass mittlerweile, dieses Verständnis so. Das Spiel ist pixelig. Ich sehe das pixelig an. Damals war es normal. Da war es der Stand der Dinge, ja. Das war der Technikstand, ja. Und mittlerweile sehe ich das und denke mir so, ja, es sieht alt aus. Aber es sieht geil alt aus. Und dann gibt es noch Nintendo 4Z-Spiele, die sehen halt alle größtenteils kacke aus. Die sind halt wirklich dann schlecht gealtert. Aber SNES-Optik, meine Güte, das hat sich jung gehalten, muss man sozusagen. Ups, okay. Mario 64 war ja auch hübsch. Also das war, auch Banjo-Kazooie ist noch hübsch. Ich kann hier wirklich, wenn ihr Banjo-Kazooie nachholen wollt, würde ich euch empfehlen, euch eine Xbox Series X zu kaufen. Den Game Pass. Und dann habt ihr schon Rare Replay, beziehungsweise ihr könnt die ganzen Titel da nachholen. Und schon geil. Rare Replay habe ich mir damals tatsächlich, deswegen habe ich mir tatsächlich jetzt damals nur die Xbox One geholt. Ich kannte schon, ich kannte natürlich schon Banjo-Kazooie schon. Oh, was anderes Spiel! Oder also von einer anderen Konsole, also natürlich auf Nintendo 64. Allerdings, ja, so nochmal digital quasi auf einer HD-Konsole. One of bad, ne? Habe ich richtig appreciate und so, ne? Okay. Noch mal kurz alles durchgucken. Oh Gott. Oh Mann. Oh. Ja, stirb. Eins fehlt mir. Bastard. Sorry. Okay, wir haben im Chat jemand hier, der mag kein Banjo-Kazooie. Wie soll ich damit bitte schön jetzt umgehen? Ich akzeptiere deine Meinung. Aber für mich ist halt wirklich Banjo-Kazooie, also gerade Banjo, also gerade Kazooie und Tui, immer noch heutzutage das ist eines der besten 3D-Spiele ever. Natürlich ist das Quatsch, was ich sage. Es gibt schon viel bessere 3D-Spiele, die einfach, ja, besser gealtert sind. Allerdings, ups, ich werde sterben. Ich werde sterben. Uff. Oder auch nicht. Aber knapp. Toll. Mir fehlen hier wirklich Eier. Oh, jetzt geht mal her. Nein! Ich habe oben noch ein Ei. Okay. Es war dumm. Es war dumm, Dennis. Ich habe nicht gesagt, dass ich Metroid nicht mag. Okay, vielleicht habe ich es anders gesagt. Ich mag Metroid schon, aber ihr müsst verstehen, als Kind hatte ich ein Super Nintendo und Game Boy. Allerdings war die Auswahl an Spielen sehr gering. Das heißt, ich konnte nicht alles spielen.
Und ich habe es einfach nicht so erlebt. Ich habe mir tatsächlich dann Super Metroid mal auf meiner Virtual Console auf der Wii mal geholt. Ich habe es auch zur Hälfte gespielt. Allerdings hat mich das Steuerkreuz, damals bei dem Wii Classic Controller, mich sowas von abgenervt. Ups, wir sind falsch. Dass ich das Spiel abgebrochen habe. Und diese Wandsprünge waren einfach mit diesem Steuerkreuz unmöglich, meiner Meinung nach. Und bis dahin habe ich es auch nicht mehr, habe ich mich auch nicht mehr getraut, das anzufassen. Ich muss jetzt irgendwie da reinkommen. Jetzt. Ja. Ich habe Metroid Prime 1 im Zuge der Metroid Prime Trilogy mal gespielt auf der Wii. War nice. Aber das Problem ist, ich stelle mich immer blöd an, wenn ich an einem Ort war, wieder irgendwo zurückzukehren, weil ich halt was freigeschaltet habe und mein Gedächtnis mir sagen muss, hey, da war was. Da stelle ich mich total dumm dran. Ja, klingt jetzt richtig dämlich. Aber ja, da tue ich mich leider echt schwer. Sorry. Aber ich habe Bock auf Metroid Dread. Und ich habe aber Angst, dass man halt die alten Teile kennen muss, ja. Ja. So, ja. Ah. I like. Ah, schade. Ich hab fast alles blind gemacht. Egal. Leute. Ich wollte an dieser Stelle jetzt aufhören. Ups. Ha. Speicherpunkt erstellen. Schön, ne? Wunderschön. So, Leute. Dann. Ups. Ich will Pause drücken. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir werden schauen, wann wir den zweiten Part machen. Ihr werdet auf jeden Fall über die sozialen Netzwerke informiert werden. Denn Social Media ist ein Tool und kein Freundschaftsportal. Obwohl es ein total dummes klingt, wenn ich das so sage. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Egal. Genau, nee. Also, ihr werdet über Social Media, über Endtower etc. erfahren, wann ich den zweiten Part mache. Natürlich wird es auch jetzt zu diesem Part einen Live-Mitschnitt geben, genau wie zu den zukünftigen Ausgaben. Also Leute, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!